the whoop on them. Ice Cube, aka put the whoop on them. Keep it gangsta, y'all. Keep it gangsta. 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 All my life. Habe ich weggeschmissen. Was hattest du für einen Job? Was ist das für eine Frage, bitte? Beim ORF. Kennst du das? Das ist der größte Rundfunksender. Ja, den kann man am besten ohrfeigen. Ich habe die geilste Jugendsendung des Landes gemacht. Und dann macht man das und dann versteht das kein Mensch. Und sie geben dir keine Props. Du kriegst null Liebe, nehm man nicht da gar nichts. Dann habe ich gesagt, gut, tschüss. Bevor ich euch umwirk. Das ist Instagram. Deform hast du eigentlich den Robert Pattinson da hängen im Zimmer? Robert Pattinson. Ich bin auch ein Pattinson. Schau mal. Mhm. Siehst du das? Mhm. 1:1. Hat meine Ex hat immer gesagt, wenn man den Bart schäft, bin ich das. Dann habe ich ihr erlaubt, das hier hinzuhängen. Dann durfte sie da hinschauen, wenn ich sie. Und dann hat sie mir erlaubt, dass ich die Pussycat Dolls da oben hinhänge. Wir haben uns eigentlich eh gut verstanden, bis es dann aus war. Wir fahren so, wie du sonst auffahren würdest. Ich glaube, ich fahre da jetzt mit irgendeinem öffentlichen Bus oder einer BIM, wo es stinkt, wo 100.000 Leute drinnen absichtlich schwitzen und grindig sind, ausschauen wie die ärgsten Schweinemenschen. Oh, fett, Jan, ich bin hier nicht mehr gefahren, seitdem ich 12 war mit diesem Zug. Oh, geil. Back to the Future. So geile Häuser. Stell dir vor, du wohnst da und da ist ein Klo. Früher war da das Klo, die haben da rund auf die Straße, auf die Arme geschissen. Schön. Jetzt urfresh. Da spürt man sich, weißt du? Gesundheit, Hashtag my temple is my life oder my body is my temple heißt das. Schmeckt dir die Chicken gleich viel besser, weil deine Lungen so offen sind. Kriegst du das überall hin? Hey, bist du deppert? Das ist das Haus von meinen Eltern. Fett, oder? Von Gelbigkeit her. Ja, ziemlich groß. Mhm. Was machen deine Eltern beruflich? Geld, siehst du? Cash Money. Ja, aber was arbeiten sie? Anwalt, Hofrat, sowas mit Steuern einfach. Mhm. Aber gut, oder? Ja. Aber ich glaube, ihr habt vergessen, das reinzugeben. Nein. Aber das sind ja nur Papieren. Papa. Ah, der Tee pfeift. Ja, aber. Soll ich dich heimbringen? Du brauchst mich nicht heimbringen. Das macht mein neuer Freund. Was heißt neuer Freund? Mein neuer Haberer. Alter, Deutsch. Du bist die Frau meines Lebens, du F***, bitte! Was hast du, F***, du Arschloch, ja? Mit so einem Minischwarz über die. Danke. Das heißt neuer Freund, Alter. Kommt in meine Hut und stillt sich meine Frau, oder was ist mit ihm? Alter, die steigt in den Pier, Alter. Fuck, was ist mit ihm, Alter? Scheißdreck. Du haltst den nicht Boxen, Alter. Ich film lieber. Oh Mann, Alter. Diana. Hey, Diana, komm bitte, steig aus. Bitte, was willst du von dem Nicht du, Alter. Ich soll der Krampusch, um was geht's? Willst du ein Autogramm, oder was? Du willst ein Autogramm. Was ist mit ihm? Du willst ein Autogramm, glaube ich. Nein. Wer bist du? Du willst ein Autogramm. Alter, komm, fahr weiter, Junge, fahr weiter. Willst du ein Autogramm? Wie 400 Euro hast du noch? So, 400 Euro. Du kannst eine Insta-Story machen. Allerdings haben sie dich als Kind irgendwo... Na gut, 400 Euro eigentlich. Pass auf, wir nehmen diese 400 Euro, gehen zu diesem Bankfreund von meiner Mutter, investieren das und machen fette Wiesen. Was sind denn die Wiesen? Wir machen jetzt Cash. Fair enough, Alter. Heute wollte ich mich noch von der Brücke schmeißen, heute stehe ich auf der Brücke und denke mir, meine Mutter sagt, ich soll zum Finanzberater gehen und mich beraten lassen und das tun, was er sagt. Was hat er gesagt? Er sagt, hau das Geld in der Disco auf den Kopf, dann hauen wir sie mir auf den Kopf wie ein... Alter, fuck. Alter, fuck you. Fuck you! Alter, fuck you!
Du ruf hin! Da habe ich mit diesem ORF-Haberer telefoniert letztes Mal. Sagt er, sie suchen so Leute für so eine Plattform, wo sie Stars entdecken oder so. Da habe ich gesagt, fix, I'm your man. Hab mich angemeldet. Und jetzt rockt man die Show. Und das ist der Auftritt jetzt, oder was? Voll, genau, das ist das, ja. Und wo ist das? U-Bahn-Stars. Ach so, das ist diese Straßenmusiker-Sache, gell? Straßen, das schaue ich aus wie irgendein Penner, der sich auf die Marilfestraße stellt und Ukulele zupft, oder was? Ich kann nicht mal Noten lesen, ich mach Rap, Mann, Alter. Fetten Shit, außerdem gibt's halt fett Cash für mich. Cool, wie viel ist das? Ja, was die Leute halt payen, soll ich das sagen? Also wie bei Straßenmusikern. Alter, komm. Was ist der für einer, Alter? Piu, piu, piu. Pam, pam, pam. Wie 50 Cent, Alter, zusammengebankt. Müssen jetzt eher anzahlen. Ich hab diesen Gig jetzt. Heute wird geinfluenced. Wie läuft das jetzt ab? Der Schule geflogen. Org, ich hab gedacht, deine Eltern haben dich auf irgendeinen so hochintelligenten Klugscheißer-Internat zur Karl-Popper-Schule oder so geschickt. Na, das wäre sie mit den schlechten Noten nicht wirklich ausgegangen. Org, fuck. Na und, was machst du jetzt? Was treibst? Fahrscheinkontrolleur. Wirklich, was kontrollierst du? Ob es ihnen gut geht oder was? Na, ob sie da sind. Wo ist denn deiner? Was war's erst? Ich bin ja nicht mal mit der U-Bahn gefahren, Alter. Personen, die sich im Bereich hinter dem Fahrscheinwärter aufhalten, haben einen gültigen Fahrschein vorzuweisen. Also, Fahrschein bitte. Alter, wir sind Haberer. Personen, die sich im Bereich hinter dem Fahrscheinwärter... Scheiße! Ja, ich habe sie in diesem Bereich angetroffen und so werde ich auch amtshandeln. Er sagt sie zu mir, Alter, und was ist, wenn ich... Personen, die keinen gültigen Fahrschein vorzuweisen haben, haben eine Ordnungsstrafe von 112,40 € zu bezahlen. Akab, Mann, was ist mit ihm? Fuck, das müssen wir jetzt... Pain, oder was? Ja, er nicht, sie schon. Wieso er nicht? Der nette Herr mit der Kamera befindet sich im Bereich vor dem Fahrscheinentwerter und damit nicht offiziell in der Fahrzone. Das ist kein netter Herr, das ist der Jan, Alter. 35 Jahren kannst du mir so viel borgen, dass man von 35 auf 100, was hast du gesagt? Das ist Wodka Lemon. Das ist echtes Sweet. Das ist echtes Sweet, aber Samen. Ja, wir haben die Samen und. Habt ihr das zum Ausbauen? Du gibst mir da 5 Samen und wenn ich das gegrowt habe, bringe ich dir 5 Samen retour. Gut. Gute Idee. Ja? Gut, also du möchtest ein Wodka Lemon. Ja, ja. Wodka Lemon. So sieht das aus nach 2 Tagen. Sheesh, man, what are you doing? You want a piece? Yeah. Can I try? Yeah. Yeah, what is it? Sake. Sake pancake with wheat? No, wheat no. No, then I don't want. Really? No. I can buy this in Vienna everywhere. Okay, but then don't take it. I'll take it. Okay. Thank you. You're welcome. Bye. Da krieg ich bei der AIDA besseren Shit. Deppert. Diese fucking Pyramide. Zug nach Wiener Neustadt Hauptbahnhof. Nächster Halt, Guntramsdorf, Talern. In Kürze erreichen wir Guntramsdorf, Talern. Wir müssen raus, Alter. Fuck, fuck, fuck. Raus. Und was ist das für ein Scheiß hier? Haben die den Hauptbahnhof umgebaut oder was? Alter, fuck. Was ist das für ein Scheißbezirk? Floridsdorf oder was? Das ist kein Bezirk, das ist nicht Wien. Das heißt, wir sind nicht in Wien, Alter. Wir sind außerhalb von Wien. Sind wir. Ich hab Urhunger, können wir Drive-By fahren? Driving? Meinst du, oder? Kannst du Englisch? Drive-By, wir fahren vorbei, nicht rein. Oder willst du
reincrashen mit deinem Petersen. Danke. Danke, Jan, Mann. Ich pede das ASAP back. Junior-Tüte, ja? Was für Babys eigentlich? Bist du ein Baby? Alter, was ist mit dir? Bist du ein Baby? Alter, weißt du, was da drin ist? Da ist ein Cheeseburger drin, Pommes frites, Gurken, Apple Juice, alle Vitamine, Ballaststoffe, Kohlenstoffe, Hydrate, Zucker, Fette, Öle. Nicht im Auto. Nicht im Auto. Alles sind Pommes, Alter. Na genau die fettigen Pommes, genau die nicht. Den Burger oder was? Sicher nicht, gar nichts. Im Auto wird nicht gegessen. Ich esse nicht, dass ich snacke. Das sind Snack-Girls. Alter, nein. Alles Apple Juice, Alter. Das ist nicht Essen. Nichts essen, nichts trinken. Einfach gut. Alter, trinken ist ein Menschenrecht, bitte. Ja? Du bist der Mensch. Wie schaut's hier aus, Alter? Ich glaube, hier wurde eingebrochen, Jan. Die haben meinen Fernseher auf den Boden hingelegt. Geschmissen wahrscheinlich, ja. Das ist die Mafia, die legen das so hin wie so ein Pferdekopf. Computer ist da, Party-Licht geht, meine Bong ist da, Tobacco. Bei mir wurde, ich wurde ausgemacht. Gib mir mal dein Handy, ich muss eine Story machen. Brauchst du meinen Code vielleicht? Ja, sag, wie ist dein scheiß Code? Sag ihn mir. Ich mach das so auf. Vertraust du mir nicht? Ja. Dann gib ihn ein. Yo, 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 Tiff, bei mir wurde eingemuggt, die mich ausgerobbt, mein Fernseher am Boden gelegt. Aber ich hab noch alles, sie haben nichts gestohlen. Sie haben diesen Vorhang runtergerissen. Der war doch schon. Hashtag Robbery, Hashtag Peace Out, Stay Tuned. Warum muss eigentlich immer mir sowas passieren, Jan? Der hat gar keinen Appetit mehr. Aber fehlt was, oder? Es fehlt nichts. Was soll fehlen? Die haben einfach hier Party gemacht. Ist alles leer gesoffen. Die haben nichts. Nur kein Tropfen Bier. Aber das hast du doch alles ausgetrunken. Das ist doch immer hier. Glaubst du, ich habe ein scheiß Alkoholproblem? Ja. Es geht nicht immer nur ums Bier, Alter. Ich brauche jetzt einfach nur ein Bier. So kann doch kein Mensch... Hey. Glaubst du nicht, dass die irgendwas gesucht haben? Ich besitze nichts. Außer Schweizer Kracher. Was macht man in so einer Situation? Polizei rufen. Für meine Flat. Schau, ich hab was mitgenommen von zu Hause. Das hilft mir, wenn ich zu wütend bin. Das hilft. Ariane, schau dir diesen Mond an. Der Mond scheint nur, weil die Erde drauf leuchtet. Aber es ist so geil, wenn du nur so zwei Bier trinkst, ist dein Leben wieder auf einmal on the right track, weißt du? Fühlt sich wieder gut an, man hat wieder einen Sinn im Life. Wie lange leben eigentlich ein Eichhörnchen? Wie spät ist es bitte? 9. Skrrr! Das ist das gesündeste Breakfast, was es gibt. Skrrr! Das ist aus Grönland. Wieso hast du mich so früh aufgeweckt? Naja, wolltest du nicht bei der Zugfirma anrufen und den Koffer holen? Wollte Fahrradkette. Dieser Zug ist weiter nach Graz geridet. Wo ist Graz? Ist das weit weg? 200 Kilometer oder so. 2,5 Kilometer? Nicht. Da walken wir. 200 Kilometer. Wo ist das? In der Slowakei oder was? Steiermark. Was ist das für ein Kaff? Und wie sollen wir da jetzt hinkommen? Mit dem Zug fährt man am besten nach Graz. Mit dem Zug? Glaubst du, ich fahre noch einmal in meinem scheiß Life mit irgendeinem Train irgendwo hin? Robert-Partys. Und ich wusste, dass sich kein Mensch traut, hier dran zu gehen, weil keiner die Schönheit von Robert-Partyson zerstören will. Das ist mein Safe, das ist mein Money Hideaway. Jeder hat seinen Safe hinter einem Plakat hängen. Nice, oder?
Warum borge ich dir dann immer Geld? Weißt du hast nämlich kein Businessmind. Du borgst mir immer Geld, borgst es mir, drum geht's bei dir weg. Bei mir kommt's an. Ich hab das hier raufgespart. 1,000 Euro. 5, 6, 100k. Also mit der. Hallo Säugling, geh zurück zur Mama. Was ist mit dir? Dave the Man. Dave the Man? Ja. Ja, cool. Represent. Okay, super. Das ist der Chef. Riechst du das in diesem Auto? Nicht das von der Lüftung. Riechst du, wie es hier riecht? Wie in einem alten Auto? Nein. So hat es bei uns zu Hause oft gerochen. Es riecht nach Freedom. Ich rieche gut, weißt du? Ich finde, dass du eher stinkst. Was ist das? Ist das Ride von einer Lady früher gewesen mal? Nice. Ist das? Unterhose, Strumpfhose. Wo ist jetzt dieses Graz? Welche Richtung fahren wir? Ja, südwestlich. Ich liebe den dreckigen Süden, weißt du? Das ist ein Drecksüden. Scheiße, ist das die Popo? Der winkt irgendwie aggressiv mit seinem Wedel aus dem Autofenster. Bleib doch stehen, wenn die Polizei dich aufhalten will. Ja! Scheiße, Jana, da können wir schnell Platz tauschen, bitte. Was? Nein, wieso? Was machst du? Hör auf, bleib bitte, kannst du da hersetzen, dich bitte? Nein, wieso? Wir sind auf der Autobahn, wir können uns nicht einfach hersetzen. Jana, ich hab keinen Führerschein. Was? Ich hab keinen Führerschein. Ich schwöre, ich hab nichts von diesen Papieren, ich hab das nicht, ich schwöre. Mhm. Und sag mal, glaubst du, das ist jetzt eher gut oder eher schlecht für dich? Ja, wenn Sie das so fragen, ist eh eine Fangfrage, dann ist eh gut, wahrscheinlich, oder? Sag mal, was ist denn das? Das ist mein CBD, da war das Org. Okay. Süß, wie die versuchen, da so auf Stadt zu tun. So, die sitzen hier auf der Straße. Essen, saufen, fressen, swing literally. It's literally literally. Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Das schmeckt urgeil, das Wasser, urfrisch. Das für ein Mini-Krüppeltürmchen. Das Wahrzeichen von Graz ist der Uhrturm. Das ist nicht der Uhrturm, ist der urkleine Turm. Schau. 3 Kugeln Schlumpfeis, bitte. Und für den Penner, was willst du? 1 Kugel Amarena. Kann ich noch eine haben? Nein, Mann. Danke, ciao. Danke, das ist dein Chef. Weißt du, was ich beim Eis am liebsten liebe? Zum Schluss diese Falafel, in der das Eis drinnen steckt. Was machst du? Ich heb mir das für später auf. Ich will eigentlich diese Falafel essen. Der Rest ist mir egal. Morgen, gut geschlafen? Die Türe geht nicht auf, Mann. Was ist das für. Hast du da hergenudelt? Hast du da hergebrunst? Nein. Das kommt von unterm Auto. Das ist der Sprit von dem Ride. Gehen wir jetzt zum Fundbüro? Jetzt? Ja. Na, optimal wäre es, wenn wir jetzt zum Fundbüro gehen und dann nach Hause fahren. Optimal wäre es, wenn du einfach die Fresse. Und wer hat die abgeholt? Ja, unser Dach, also das Dachzentrallager. Was? Was heißt das? Was? Dach? Dachdecker? Von einem Dachdecker oder was? Nein, nein, nein. Dach ist die Abkürzung für die Region Deutschland, Österreich, Schweiz. Ja, wo ist das jetzt, dieses
Dachdeckerlager? Das Dachzentrallager ist in Bregenz. Ja, passt, da gehen wir hin. Wo ist das? Wie weit geht man da? Zu Fuß wird es ein bisschen dauern, das ist in Vorarlberg. Geil, welcher Bezirk ist das? Das ist gar kein Bezirk, das ist eines von diesen 9 Bundesländern. Da muss man mit dem Auto fahren. Oder mit dem Zug oder fliegen. Ja, wie lange mit dem Zug? Also bist ja mit dem Auto braucht es wahrscheinlich 6 bis 7 Stunden, bis man dort ist. Was geht bitte? Das gibt's nicht. Das ist doch unmöglich. Meine Mutter killt mich, die enterbt mich, die wirkt mich um, schmeißt mich hoch. Man muss nach dem Höchsten streben. Müsstest du da nicht auf dem Berg sein? Das ist nicht höher, das ist eine optische Täuschung da, dass sich die Erde krümmt. Oder glaubst du, wir leben nach Flat Earth? Bist du so ein Flat Earther? Bist du ein Verschwörungstheorist? Fahren wir. Was machst du? Weiterfahren. Willst du nicht zumindest fragen, ob alles okay ist? Was soll ich? Bin ich der ÖCMTT? Hm? 3-mal, ja, ja, ja. Oder 4-mal? Easy. Ja, oder 5-mal, oder? Vorsicht, heu. Ja. Ciao. Ciao. Alles Ciao. Gute. Fuck. Was ist? Nicht weiterfahren? Die Liebe meines Lebens fahrt da mitten ins Nowhere und ich habe nicht mal ihre Nummer. Das ist. Die Liebe deines Lebens? Ja, kennst du das nicht? Wenn du jemanden siehst und du merkst sofort, that's it, das passt, das ist die Liebe deines Lebens. Ich hatte das so oft, so oft. Und jetzt habe ich das wieder gespürt. Du meinst verknallt? Nein, Jan, Liebe. Liebe, Jan. Was hast du eigentlich gemacht? Stehen halt trotzdem hier, ne? Wie ist das in diesen scheiß amerikanischen Gangster-Movies? Die rippen irgendwelche Cables und... Leucht mal her, bitte. Gib mir mal... Ich glaube nicht, dass das so einfach ist. Gib mir dein Messer. Das geht nicht, du kannst nicht einfach... Gib das jetzt her, was willst du hier? Schau. Siehst du das? Du hast jetzt einfach irgendwelche Kabel durchgeschnitten. Ja. Das hilft, glaube ich, nicht. Dein Gerede hilft nicht. Kitzbühel. Das wäre eine billige Fake-Remake von Kitzbühel. Nein, das ist Kitzbühel. Da steht aber Kitzbühel. Ja, so schreibt man Kitzbühel. It's a highway to Kitzbühel. Highway to Kitzbühel. 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 Dreh das Licht ab, mir ist zu Kitzbühel. Ich fahr zu Kitzbühel. Wie heißt der Bühelmeister von Kitzbühel? Jan, warst du schon einmal in einem Bordell? Nein. Okay. Bist du ein lustiger Gesell? Hast du Durst, Jan? Möchtest du noch ein kühles Bier von der Tankstelle in Kitzbühel? Nein, danke. Dieses Auto hat ein gutes Fahrgestell. Ich habe gestern Nacht noch so einen Doku gesehen über Wildtiere, war die von dir? Da ging es um Gänse, die auf den Bergen leben oder so. Gänse. Die hatten so Hörner, die springen von Stein zu Stein. Gämse, Gamsbock. Gamsbock. Wie hast du geschlafen? Ich werde dort ankommen wie der erste Ficker. Die werden mich alle anschauen und werden sagen, wuh! Was meinst du eigentlich damit? Womit? Erster Ficker. Ja, was glaubst du, Jan? Also ich nehme an, der erste Ficker ist beim Gruppensex. Also der erste Ficker ist beim Gruppensex einfach der erste. Wie pervers ist dein Kopf? Hast du irgendeine Sexualstörung? Nein. Der erste Ficker ist der erste an der Tanne vorne. Das kommt aus der Zeit, wo die Leute noch in Burgen gelebt haben. Hatten die so fette Tore und die Feinde wollten das Tor aufficken. Mit der Tanne, verstehst du? Und da waren 30 so Zniertel-Tannenträger, Läufer, Ficker so genannte, ja? Und der erste, der vorne war, war das Alpha Male. So ein Herminator. Extrem respected. Jeder hat den, wenn der durchs Dorf gewalkt ist, jeder wusste, er ist der erste Ficker. Respekt, wie ein Hirsch haben sie den respektiert. Das war der erste Ficker. Schau dir diese Pferde an!
Was die für Pfoten haben. Einmal zu dem Dorfelektriker, bitte. Alles easy, alles going, rolling, rolling, rolling. Big Rider, ultra fast. Servus, servus, servus. Wegen diesem Kuhstall-Vordach lockst du mich von der Autobahn? Das ist ja ein Wahrzeichen. Soll ich dir das Vordach von deinem Cupboard auch gold ansprühen? Hast du auch ein Wahrzeichen? Dave? Dave? Was ist? Hey, schreck mich nicht so. Hast du gepennt? Ich hab Sekundenschlaf, ja. Eine Sekunde zum Ausruhen, das ist so eine Art Powernap. Das heißt, deswegen heißt das ja so. Das ist extra zum Autofahren erfunden worden. Ja, das ist was passiert, wo man dann einen Unfall hat. Soll ich vielleicht fahren? Da ist immer noch besser, ich verschlafen als du, Filmmaker. Ich freue mich über das. Bitte, Herr Stoffer. Tschüss, ich habe einen Tag für dich als Autogramm. Danke. Die Goodie Bags? Meine nice Goodie Bags. Nein, der noch? Koffer ist alles, was wir haben. Die Weedmessen Goodie Bags von mir nicht. Zuerst bräuchte ich noch einen Führerschein von Ihnen. Ja. Logisch, ja. Sekunde. Der will einen Führerschein von mir sehen. Kannst du mir dann borgen, bitte schnell? Das ist ein Lichtbildausweis, da ist mein Foto drauf und mein Name steht da drauf. Ja, genau. Das ist mein Ausweis, den kannst du ja nicht verwenden. Doch, pack du ihn für mich aus, wir fahren ums Eck, switchen places und ride to party. Ich zahl's ja, ich. Ja, natürlich zahlst du's. Na sicher. Ja, was ist denn das fucking Problem hier? So close to my dream. Ich bürge dann dafür, ne? Was du machst, ist mir wurscht. Wenn du unbedingt bürgen willst, dann bürge. Oh. Ich will nicht. Hast du eine Münze? Wir entscheiden, das Glück soll entscheiden. Du bist Kopf, weil du so intelligent bist und ich bin Zahl, okay? Zahl! Gib dir einen Ruck, du Bürger. So, back again. Mein Freund hat mich jetzt überredet, er möchte unbedingt fahren und möchte ihn unbedingt eher gerne ausbauen. Mhm, hallo. Machst du das eigentlich beim Scheißen auch so, bevor du dich hinsetzt, wenn du in der Fremdigkeit scheißt, wo das reinplatscht und dir dein Anus nass macht mit der Scheiße von anderen schon? Das ist arg, wie viel man da ohne zu scheißen verscheißt, bevor du dir dein Anus gedried hast. Das beschäftigt mich schon. Ich hol uns jetzt Specialities, was willst du? Irgendwas ohne Fleisch, danke. Würstel? Nein, was Vegetarisches, bitte. Ich bin Vegetarier. Dann sag mir jetzt, was fucking noch einmal ich dir zum Essen bringen darf. Man darf nicht rauchen auf einer Tankstelle. Weißt du, Feuer, Benzin. Ja, voll. Passt, dann hau ich mich schnell in meine Chichi D'Agostino-Klamotten und wir fahren zur Party und dann straight to VIE. Ist ein Plan? Nein. Perfekt, so machen wir das. Schau, dass keiner schaut. I'm a nigga with an attitude, thanks to y'all. And I don't give a fuck, I keep it gangsta, y'all. I'm a vibe on my side in a CPT. God bless the memory of Eazy-E. Sheesh, bin ready. Ready for the party of my life. Und noch wer ist ready? Du. Ready to drive my ride. Warum ist dieser Bildschirm schwarz? Du musst vorne die Klappe aufmachen. Das? Ja. Woo! Tom Turbo Eyes! Oh yeah! Damn! Das macht. Ich glaube, das ist ein Mittelalterfest. Für Jugendliche? Ein Kinderrave? Nein. Mittelalter? Was? Nein, für Erwachsene. Ein Mittelalterfest. Glauben die, die sind in Diavolo? Zwei? Warum bringt mich dieser? Ich bin ich Journalistin bei der Zeit. Zur Zeit Journalistin, also? Achso, nee, ich bin Journalistin bei der Zeit. Dumm. Nee, ich bin Journalistin bei der Zeit.
Ich weiß schon, die New York Times. Auf Deutsch halt, die Zeit, die Times. Ja, genau, die Times, auf die Zeit, ja. Joking, ne? Und sonst so? Ja, und sonst bin ich Aktivistin, also ich engagiere mich viel für das LGBTQIA+-Movement. Oh, nice, ja. Crazy. Das kenne ich, weil eine Freundin von mir, also ein Mensch, was ich kenne, der hat das gepostet auf Instagram, ist full mit dem. Ja. Ist nice, ja. Ja. Ja, ist mir ein recht großes Anliegen, weil ich bin auch selber Transgender. What the fuck? Was hat der für ein Bierhänder da? Crazy Sword. Hast du gerade gehört, was ich gesagt habe? Ja. Und weißt du, was das heißt? Ja. Du weißt du aber auch, was das bedeutet? Ja, du warst mal in einer Männerparty. Wir müssen jetzt noch gehen. Ja, ich komme gleich rein. Gibst du mir eine Sekunde, bitte? Ja. Wer ist er, bitte? Das ist der Florian. Ah. Ja, also ich muss jetzt... Magst du auch einen Schluck? Was ist das? Ich weiß nicht. Genau. Das macht man nicht. Das sind vielleicht Drogen drinnen oder ich weiß nicht was. Was? Ja. Und dann free drugs, man. Geil. Ich glaube, das wird ein geiler Abend. Warum? Meine Oma an. Schildenbrot. Was? Mach die Kamera aus. Hunger mit Brot. Kenn ich von Instagram. Schirmen. Dave. Schisch, mein Schisch. Du kannst nicht mitten in Salzburg am Boden einfach schlafen. Fix. Dann kommt die Polizei und sagt, was ist denn das? Kommt die Polizei und sagt, was ist denn? Dave, kannst du ausnahmsweise diesmal die Kracher lassen, bitte? Gar nicht dahin. Schau dort. Scheißkiste. Auf Polizeiauto willst du ihn schmeißen? Ja. Das ist keine gute Idee. Wieso? Sind wir in der Tschechoslowakei? Nein, in Österreich. Was ist das für ein Bach? Die Salzach. So schmeckt sie. Dave, lass das. Lass das Wasser. Fresh. Das Wasser. Wie lange kann das dauern, bitte? Ist dein Eis auf? Ich glaube nicht, dass du mit Eis da reingehen kannst. Ich kann, was ich will. Muss man eigentlich machen. Du holst dein Auto ab und zahlst die Strafe. Ich zahle doch keine Strafe. Tschüss. Servus. Ich hol mein Ride. Micro Maus Nissan Silber. Kennzeichen VAI. Kann ich es jetzt holen? Kostet 2,70 Euro. Was? 2,70 Euro? 270. Pass auf, ich schlage dir einen Deal vor. Ich bin Influencer Dave. Ich habe 16.000, 17.000 Follower. Ich mache dir Stories eine Woche lang. So, er ist der dopeste Abschlepper. Lasst euch alle von ihm abschleppen. Kostet nur 270 Euro. Hashtag Your Temple is Your Life. Schleppe die Pap. Down to Earth. Wann wurdest du das letzte Mal abgeschleppt? Auf sowas antworten sie dann urschnell. Weißt du, wie Gold du dir verdienst? Gold, Mann! Und du gibst mir einfach meinen Ride. Deal? Hamster irgendwann, irgendwo. Als Kind? Ins Hirn geschissen? Ich dachte, Mozart wäre ein Wiener. Nein, kommt aus Salzburg. Wieso war der so berühmt eigentlich? Kleines Kind, das aufs Klavier schlägt, kann ich auch. Musikalisches Genie, er hat halt nicht nur als Kind schon Sonaten komponiert, sondern dann halt auch. Dann hat er geschrieben über Scheißen und Kotzen und Arschlecken. Scheiß ins Bett, das kracht, wenn das Bäuchchen lacht. Schon. Es geht dir besser. Komm, eins, zwei. Bist du arg? Hey, sei froh, dass das niemand gesehen hat. Hey. Komm schon, fester. Oh. Ja. Erst der Koffer ist angebunden. Das schneide ich mir das Arsch auf. Was ist mein Autogramm, Bursch? Oder wer bist denn du, Wappler? Ich bin der Querische und jetzt wird's graslich. Rhythm of the night.
nein, du hast auch noch nicht genug. So, schleicht euch. Autogramm war ein gescheiter gewesen, ist Wappler. Selber Wappler, Oberwappler. Geht's eh schöner? Ja, passt schon, danke. Ein Fehlverhalten gemacht. Wer hat wen gekickt? Die haben mich rausgekickt. Nicht ich, sie. Die haben ein Fehlverhalten gemacht. Da soll ich mich entschuldigen. Du musst ja irgendwas gemacht haben, warum sie dich rausgeschmissen haben dann, oder? Ja, es stand ja in der Zeitung. Weil ich im Nichtraucherbereich geraucht habe. Und was hast du geraucht? Na und? Wegen Drogenmisshandlung entlassen. Ich habe doch keine Drogen misshandelt. Außerdem haben mich die nicht. Das. Was schreist du so? Was macht er? Warum weint er? Du musst das Licht ausschalten. Diesmal tank ich. First time. Raubtierfütterung. Du gehst pain. Ich muss eher aufs Klo. Das heißt, dass meine Flat weg ist. Das heißt, dass mein Life im Ass ist. Das heißt, dass mich meine Mutter triple killt, aufschlitzt, zersaugt und umwürgt. Fuck, nimm mich hin, bis ich eine Leiche bin. Die macht mich. Was hast du getankt? Benzin, Oktan 100, Rotz, super! Das Feinste fürs Mausi. Yam, yam. Dave, das ist ein Dieselauto. Das ist ein Nissan-Auto. Nein, das ist ein Auto mit Dieselmotor. Wenn du da Benzin reinlässt, dann ist der Motor kaputt. Warum sagst du nicht, dass das so ist? Warum sagst du mir das nicht, wenn ich das Fiete, Yam, Yam, Fiete habe? Hey Dave, übrigens, bitte tank kein Benzin hinein, sondern diesen billigen Scheiß. Alle Jahre, warum? Was ist? Das ging immer. Vielleicht haben sie das auch repariert. Oh, fuck, von den Chick muss man noch mehr scheißen. Ey. Oh, kennst du das? Oh, wenn der Stift schon schreibt. Ich scheiß mich gleich an. Du kannst. Lässt. Du kannst dich da. Kannst dir da gemütlich machen auf der Couch. Hast du ein Feuerzeug? Das ist eine Nichtraucherwohnung. Man kann in jeder Wohnung rauchen, man kann ja lüften, wenn man will. Was hast du da überall? Übereilig, Alter. Ich nehme einfach dieses. Es geht wohl schwer. Ich glaube, du musst es aktivieren vorher. Fresse. Fairer Sound. Refix, komm, dann laufen wir jetzt, komm. Hi. Hey, hallo. Hey. Hi, komm rein. Hallo. Hey, diese Lampe habe ich auch. Ja. Ach, kannst du bitte Schuhe ausziehen? Also. Sorry, ist die Wohnung von meinem Freund. Das war ein Scherz. Wie lange lebst du schon hier? Ach so, noch nicht lange. Ja, meine Mama hat immer gesagt, das Leben ist wie ein Kebab. Du weißt nie, wo das Nächste reinpeist. Tomate, Zwiebel, dann wird es plötzlich scharf. Das ist ihre Weisheit gewesen. Das hat deine Mutter gesagt? Oder mein Vater, ich weiß nicht mehr. Wer ist eigentlich der? Kann ich Ihnen helfen? Nein! Der hat mich unten eh schon reingelassen und gesagt, ich soll einfach raufgehen. Ja, weil Sie zu mir kommen sollen. Wo wollen Sie denn hin? Zum Big Boss! Zum Big Boss! Ich gehe zum Big Boss, sag sorry, man. Tut mir leid. Ja, dann haben Sie einen Termin? Nein. Brauche einen Termin? Bin ich beim AMS oder was? Ohne Termin wird's viel schwer. Der Chef braucht keinen Termin. Ich bin Influencer. Influencer Dave Influencer heiße ich. Warten Sie mal ganz kurz. Ja. Kennst du den?
Die gibt es noch immer. Mhm. Die schmecken wie Scheiße, aber die machen ursüchtig. Entschuldigung, eins. Eins. Ja, setzen Sie sich mal dahin und warten Sie, es wird sich jemand abholen. Tschüss! Es würde Sie nichts kosten, wir würden Sie bezahlen. Das Honorar ist auf Seite 7. Kann ich mir da ein Pi kaufen um das? Nein. Einen gebrauchten? Ja. Mhm. Ja? Was muss ich machen? Nur einmal unterschreiben, bitte. D-A-F-I. Das wäre das Feld für den Titel der Sendung. I can hear the lion.